parat. Es freut mich, Ihnen zu erreichen. Ja, ich warte. Hallo? Ja, ich warte, dass Sie was sagen. Ja, Sie haben sich bei CryptoTrader registriert. Das ist unsere Werbung. Deshalb rufe ich Ihnen an, weiter mit der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen. Aber natürlich, zuerst Ihnen zu erzählen über unsere Angebote und unsere Seite, und unsere Plattform auch. Und da rufen Sie so spät abends noch an? Ja, es ist 7 Uhr. Ja, ja, trotzdem, das ist ja keine gewöhnliche Arbeitszeit mehr. Ja, aber es gibt zweiten Shift, richtig? Wen gibt das? Zweiten Shift. Zweiten Shift? Haben Sie nicht Shift? Weiß ich nicht, was das sein soll. Ein zweites Shift? Shift, ja, ja, ja. Rufen Sie von der Mary Queen an, ja? Wir hatten gebucht bei Ihnen. Sagen Sie mir, versuchen Sie nicht so lustig zu sein, weil, wenn Sie bemerken können, ich lache nicht. Ja, Sie verstehen das gar nicht, das ist das Problem. Doch, ich verstehe Ihnen, aber Sie versuchen lustig zu sein und das gefällt mir nicht, weil ich bin seriös und ich will Ihnen fragen, ob Sie Interesse an Online-Handeln haben. Ja, natürlich, aber nicht mit so unfreundlichen Leuten. Geben Sie mir mal jemand anderen, mit Ihnen möchte ich nicht reden. Ja, ich will auch nicht mit Ihnen reden, aber sagen Sie mir, morgen kann Ihnen meine Kollegin anrufen. Ja, das können wir gerne machen. Aber nur, wenn das eine nette ist, ne? Ja, natürlich. Aber wissen Sie, das geht nur umgekehrt. Also, wenn Sie nett mit mir sind, dann werde ich auch mit Ihnen nett sein. Egal. Sie sind aber ziemlich unprofessionell. Ich mache einen kleinen Spaß und Sie werden gleich unfreundlich. Das macht man ja auch nicht, oder? Okay, ich entschuldige mich. Vielleicht ich bin ein bisschen nervös. Warum? Aber ist das Ihr erster Tag? Ja, ich bin ziemlich neu an der Arbeit. Ja, da kann ich ja nichts für, oder? Ja, aber deshalb, ich entschuldige mich mehrmals. Und ich werde Ihnen morgen mit meinem Kollegen einen Termin vereinbaren. Ist das in Ordnung? Also wenn wir jetzt normal miteinander reden können, ist das in Ordnung. Aber ich möchte halt nicht so angefahren werden, ne? Natürlich, das will niemand. Ja, sehen Sie, dann sind wir uns doch einig. Dann erzählen Sie doch mal, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Nein, also ja, was ich Ihnen nur sagen will, ist, dass als Unternehmen arbeiten wir auf der Finanzmarkt mit drei verschiedenen Märkten, CFDs, Forex und Kryptowährungen. Was ist das denn? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, junge Frau. Für mich ist das auch alles ganz neu. Ja, ja, das verstehe ich. Ja. Mit CFDs-Markt, Forex-Markt und Kryptowährungen. Ja, aber okay. Meine Frage ist, was das bedeutet, dieses CDF und sowas. Das kenne ich nicht. Ja, natürlich, ich werde Ihnen alles erklären. Super. Also, Kryptowährungen, ich werde meine Bestes geben, also ich entschuldige mich, wenn vielleicht einen Fehler machen, wie schon gesagt. Morgen werden Sie einen Anruf von meiner Kollegin, die schon viele Jahre hier arbeitet. Also CFD-Markt ist Finanzmarkt, wo man mit Devise handeln kann. Ach so. Ja, Forex-Markt ist ein Markt, wo man mit Rohstoffen handeln kann, also Aktien, Gold und so weiter. Auch und, Gold? Ja. Okay, das finde ich ganz interessant. Was kostet das denn? Also Sie können das Konto mit dem mindesten Betrag aktivieren, das ist 250 Euro. Ja. Aber ja, natürlich mit Aktien zum Beispiel, Sie sollen mit ein bisschen mehr fangen, also den mindesten Betrag 500 Euro und auch mit Gold. Weiter werden Sie natürlich, egal ob Sie haben zwei Möglichkeiten, allein zu handeln mit einem Roboter oder in diesem Fall, wenn Sie nicht so viele Erfahrungen haben, mit einem Account Manager. Also er wird Ihnen alles erklären und natürlich Handelssignale geben.
Das haben Sie gerade gesagt, mit einem Roboter? Ja, das können Sie auch machen. Wie was bedeutet denn Roboter? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ja, also das ist ein Computer. Ach so. Das ist ein automatisches System. Also ja, zuerst, ich will Ihnen klarstellen, dass Sie erhalten ebenfalls einen Kundenbetreuer von uns. Und eröffnen in Absprache mit den Positionen an der Börse. Aber ja, natürlich, jeder Kunde kann jede gewünschte Roboterdose verwenden und eine Verbindung auf der MT5-Plattform herstellen. Der Roboter macht automatisch die Positionen im Mikrolot. Im was? Aber für Mikrolot. Was ist das? Auf dem System. Ja, das ist ein also System. Ja. Und MT5-Software sollen Sie das herunterladen, das ist, wo Sie kaufen und verkaufen. Also ich soll jetzt diesen Roboter runterladen. Das ist jetzt nicht so ein Fahrkartenautomat, den ich mir hier ins Wohnzimmer stellen muss. Nein, warten Sie bitte kurz. Also Sie werden das Software herunterladen. Ja. Aber hinter dem Roboter, also das Roboter macht eine automatische Position, okay? Und für jede offene Position verdient der Kunde Geld. Aber hinter dem Roboter steht ein Mann, ein sogenannter Dealer, der den Algorithmen für jede offene Position stellt. Was ist denn ein Algorithm? Das kenne ich nicht. Algorithmen, ja. Was ist das denn? Ja, das ist, ich bin ja ein Anfänger, ne, das bitte nicht vergessen, ne. Ich verstehe das ja sonst natürlich. Nicht. Ja, natürlich. Ja, bitte vergessen Sie nicht, dass ich auch Anfänger bin. Aber Sie arbeiten da, ich kenne das ja überhaupt nicht. Ja, ich weiß, aber was Sie, wichtig für Sie ist, dass ich bin hier Ihnen mit der Aktivierung des Kontos helfen, okay? Ich bin nicht zuständig für Ihnen zu erklären, was Algorithmus ist und so weiter. Warum? Weil nach der Aktivierung des Kontos werden Sie einen Account Manager bekommen, der wird Ihnen alles erklären und natürlich, dieser Person ist eine erfahrene Person. Jeder Account Manager, der bei uns arbeitet, hat schon am mindestens 6 Jahre Erfahrung. Ja, 6 Jahre. Das heißt, ja, das ist den Mindesten. Also, ja, wollen Sie das auch mal machen? Ja, ich bin auch neu und ich habe schon das gemacht, also ich habe 2 Kontos geöffnet. Oha. Und ja, aber ich mache das nicht allein, weil ich bin nicht erfahren in diesem Bereich. Ich mache das zusammen mit dem Account Managerin in diesem Fall. Ja. Und ja, also sie hilft mir und sie gibt mir auch eine Ausschulung. Ah, Sie kriegen jetzt gerade eine Ausbildung sozusagen. Ja, und Sie haben auch diese Möglichkeit, Herr Herbert, eine kurze Ausschulung bekommen, falls es nötig ist. Also falls Sie wissen wollen, okay, ich weiß nicht, was Algorithmus ist oder wie das Software funktioniert, dann hier ist die Account Manager, der Ihnen dabei alles erklären wird und helfen kann. Ah, das ist ja toll. Also, ja, deshalb werde ich Ihnen wieder sagen, dass ich bin hier Ihnen nur mit der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen. Ja. Dafür bin ich zuständig, aber weiter, also von meiner persönlichen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass Sie werden eine Möglichkeit haben, mit erfahrenen Leuten, Account Manager zu arbeiten. Ja. Und also es wird sich lohnen. Und wie viel kann man dann bei Ihnen so ungefähr verdienen? Also das natürlich hängt von der Summe, die Sie investieren wollen. Je größer die Summe ist, desto größer wird der Profit sein. Nochmal, was bitte? Je größer die Summe ist, die Sie investieren, desto größer wird der Profit sein. Ja. Zum Beispiel, der Mindestbetrag ist 250 Euro. Mit 250 Euro können Sie 1 bis 2 Positionen öffnen. Das heißt, dass Sie können von jeder Position 10 bis 15 Euro Gewinne haben. Monatlich, das wird ungefähr 8
100 Euro bis 900 Euro Gewinne sein. Natürlich, wenn Sie mit 500 Euro anfangen, 500 Euro anfangen oder 1000 Euro vielleicht, dass normalerweise die Leute fangen an mit 500 oder 1000 Euro an, ja, und sie werden auf diese Weise größere Profit haben. Das klingt gut. Und was kostet mich das bei Ihnen mitzumachen? Ja, den Mindestbetrag, mit dem Sie das Konto aktivieren können. Nein, nein. 250 Euro. Das habe ich nicht gemeint. Ich meine, wenn ich da bei Ihnen, Sie haben ja so eine Seite und diesen Roboter und sowas, kostet das so eine Mitgliedschaftsgebühr im Monat oder wie läuft das? Also, das Roboterdose ist kostenlos. Die Roboterdose ist kostenlos, ja? Ja, aber wenn Sie einen Account Manager bekommen wollen, Sie sollen natürlich niedriger Gebühren zahlen, 0,02. Das ist also... 2 Cent im Monat? Von die Position. Was heißt das? Das heißt, dass am Anfang mit... Das natürlich hängt von der Summe, die Sie investieren. Wenn Sie 250 Euro investieren wollen, ja, das heißt, dass sie wird ungefähr, also nicht verdienen, also Cent. Aber hier steht nicht, dass Sie mit 250 Euro beenden. Also ja. Hier geht um, dass Sie natürlich Geld verdienen können. Und ja, deshalb also mit 20 Cent, 30 Cent, das kostet nichts, auch für die Account-Managerin, die verdient nicht viel, aber wenn wir über größere Summe sprechen, dann ist was anders. Also wenn ich, sagen wir mal, Geld verdiene, dann kostet das jedes Mal 2 Cent für mich, ja? Nee, nicht für Sie. Nicht? Was denn? Schreien Sie doch nicht. Junge Frau, ich kann Sie gut hören. Sie reden so laut. Das tut im Ohr weh. Entschuldigung. Ja, seien Sie ganz... Sie müssen sich gar nicht so aufregen. Das ist alles in Ordnung. Ich beiß nicht, ne? Ich habe auch gar keine echten Zähne mehr. Ich kann Sie gar nicht beißen. Gucken Sie, jetzt haben Sie gelacht. Jetzt ist das doch viel schöner. Oder wenn man mal lachen kann zwischendurch. Ja. Sehen Sie. Tut mir sehr, sehr leid. Alles gut, junge Frau. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 24. Oh, ich hätte Sie viel jünger geschätzt. Ich hätte gedacht, Sie sind 18, 19. Nein, 24, aber ich bin neu in diesem Bereich. Deshalb ja, alles in Ordnung, ne? Es muss ja jeder irgendwann mal durch den Dreck gezogen werden. Irgendwann muss man halt anfangen, ne? Ja, stimmt. Ja. Und ist das eine gute Arbeit da? Ja, also natürlich, das hängt von der Person ab. Also wenn man interessiert ist, das zu arbeiten und was Neues zu lernen, ist interessant. Wenn jemand interessiert malen und Kunst, dann ist nicht so interessant für diese Person. Aha. Aber Ihnen macht das Freude, ja? Ja. Das freut mich ganz besonders, ne? Weil es müssen ja die jungen Nachwuchskräfte, die müssen ja gefördert werden. Das sage ich auch immer, wenn ich dem Herrn ohne Obdach am Bahnhof einen Euro gebe, ne? Das sind ja schon mal die Führungskräfte von morgen. Ja, ich versuche es zu finden. Was versuchen Sie zu finden? Den Roboter? Die Kraft. Ach, die Kraft, ja. Ja. Dann müssen Sie einmal tief Luft holen. Machen Sie einmal so. Machen Sie mal, das hilft, glauben Sie mir. Ich bin Physiotherapeut, ich weiß, wie man sich entspannt. Und dann machen Sie einmal. Und dann geht's Ihnen gleich wieder besser. Einmal wie so ein Huhn, ganz laut gackern. Das hilft. Das nimmt die Spannung aus der Brust, entspannt die Gesichtsmuskulatur. Ich höre ja schon, dass Sie lachen. Machen Sie das mal, das hilft. Aber kann ich leider das hier nicht machen. Also wenn ich zu Hause bin, dann ja. Am besten funktioniert das unter der Dusche, weil das warme Wasser halt auch nochmal entspannend wirkt.
Sie dürfen sich da nur nicht bei erwischen lassen, weil sonst geht die Fahrt halt ganz schnell Richtung Bonnies Ranch zu Mimon Baraka, wenn sie halt unter der Dusche Hühnergeräusche machen, ne? Aber das tut halt gut. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich werde es versuchen, definitiv. Klasse. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und jetzt wollten Sie mir noch sagen, wenn ich jetzt mit 1000 Euro anfange, ne? Wie viel habe ich dann nach einem Monat? Nach einem Monat? Ja, oder eine Woche. Ich weiß ja nicht, wie das gerechnet wird. Achso, kleinen Moment bitte. Ja. Muss ich das rechnen? Wie rechnen Sie das denn? Ich würde da auch gerne mal das, den Rechenweg. Von, ja, wenn Sie mit 250 Euro mit einer Position 10 bis 15 Gewinne machen können, dann ist viermal verdoppelt. Viermal verdoppelt? Ja, weil wenn Sie mit 1000 Euro sich entschieden zu investieren, werden Sie auch willkommen Bonus von unserer Seite bekommen. Ja, das wirklich? Das heißt, dass Sie werden mit größerer Kaufkraft anfangen zu handeln und dass Sie können bessere Positionen aufmachen und größere Margine haben. Was kriege ich denn da für einen Bonus von Ihnen? Also ja, mit 1000 Euro, Sie werden 25% Bonus von unserer Seite bekommen. Wie viel wäre das denn? Gute Frage. Das ist kleinen Moment. Also ungefähr mit 1000. €250, aber ja, bin ich nicht 100% sicher, aber Sie werden mit größerer Kaufkraft anfangen zu handeln. Das ist gut. Und damit kann ich dann Gold kaufen, ja? Ja, natürlich können Sie. Ja, und wie viel? Ja, wie viel kostet das Gold denn? Wie viel kann ich da kaufen? Also, kann ich Ihnen einen Termin weiter, wird Ihnen die Accountmanagerin alles erklären. Diese Informationen weiß ich noch nicht. Aha, ja. Weil ich persönlich handle mit Kryptowährungen. Ach, Sie selber, ja? Ja. Aha. Und deshalb, also für Gold, ich kann Ihnen sagen, wie das Gold jetzt kostet. Nochmal was, bitte? Ich kann Ihnen jetzt sagen, wie das Gold, wie viel das Gold kostet, aber ja, weiter wird Ihnen die Accountmanagerin alles erklären. Können wir einen Termin morgen mit dem Accountmanager vereinbaren? Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ist ja denn heute niemand mehr da? Wenn Sie so spät schon anrufen, ist ja doch sicher auch noch jemand. Leider nicht. Oder kleinen Moment, bleiben Sie an der Leitung? Ja, ich bleibe an der Leitung. Danke. Hallo? Ja. Okay.
okay. Ja, ich habe jemanden gefunden. Ich werde ihn jetzt mit ihm verbunden, okay? Ja, vielen Dank, junge Frau, ja. Danke Ihnen auch für die Verständnis. Sehr gerne. Schönen Abend nachher, ja. Ebenfalls. Vielen Dank. Mua, wiederhören. Ja, hallo, schönen guten Abend. Max Weißmann am Apparat. Spreche ich mit Herrn Maulwurf? Ja, hier ist Maulwurf. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Maulwurf. Wie geht's Ihnen? Also, alles gut, ein bisschen zu spät hier. Normalerweise mache ich das nicht. Aber weil es zu spät ist, Sie werden mein letzter Kunde für heute. Und deswegen habe ich also dieser Anruf angenommen. Das ist ja klasse. Sagen alles, was Sie wollen. Na, ich bin hier alles zu antworten, zu erklären, wie das alles läuft, wie das funktioniert, weiter, wie es geht und natürlich, also, warum nicht? Das finde ich großartig, weil hier die junge Frau, die weiß halt noch nicht alles, ne? Natürlich, also gibt es verschiedene Niveaus, kann ich sagen, also wenn kommt bei diese Sachen, ne, also Agenten sind eine Sache, also die sind hier die Plattform zu vorstellen. Ja. Und natürlich, dann kommen die Broker und zwischen den Broker und den Agenten sind uns, also ne, die Personen, die hier sind, alles zu erklären, zu antworten, ne, ein bisschen professioneller und wie es also genannt ist, natürlich also zweite Stimme der Kunde zu bekommen. Ach, sind Sie die, diese, ich weiß nicht mehr, wie wir der Herr Käseberg nannte, dass die ich fremde Stimme im Kopf, sind Sie das sozusagen? Kann man sagen. Ja. Kann man sagen. Das ist ja gut, da weiß er ja endlich, wo das herkommt. Da können wir ihn ja mal fragen, ob das sich danach anhört. So, und bei Ihnen kann man jetzt dick Geld verdienen, hat die junge Frau gesagt. Ich habe aber gar nicht verstanden, wie der Name von Ihrer Firma ist. Können Sie mir da nochmal weiterhelfen? Natürlich, QIC Market heißt unser Firma. Können Sie das einmal buchstabieren? Ich habe das gar nicht verstanden. Natürlich, Q. Q, wie die Kuh im Garten? Genau, ja, genau, wie die Kuh. Ja. I wie Investition. Ja. C wie Cäsar. Ja. Market. Market, ja. Genau. .de genau. Oder? Nee, also .com oder, also gibt's ganz verschiedene Sachen, Seiten, weil wir arbeiten im ganzen Europa, ne? Also und was ist, Zeit, das also, ist doch Kaufmann Ida Marta, ne, was Sie gesagt haben? Entschuldigung? Ne, Kaufmann Ida Cäsar haben Sie doch gesagt, von der Buchstabierreihenfolge. Genau, market.group. Market. Punkt.group? Group. Also G-R-O-U-P. Aha. Soll ich jetzt ja auch, was bedeutet das ausgeschrieben? Wie meinen Sie, also alles zusammen? Ja. Also QIC Market Group, also QIC ist der Name von der Firma, ne? Und also Market Group ist der Name auch von der Firma. Also ach so, das gehört ja, zusammen. Das genau. Ach so, da habe ich das falsch verstanden. Genau. Ja, ist nicht länger, ne? Von wo rufen Sie denn an? Die Verbindung ist manchmal nicht so gut. Manchmal nicht so gut. Wissen Sie warum? Weil das ist ein Callzentrum, also Kundenzentrum. Und normalerweise rufen wir an von Computers, also Rechner, ne, von Software, damit es kostenlos für uns und kostenlos für unsere Kunden ist. Aha. Weil normalerweise, wie ich schon gesagt habe, wir sind zuständig für ganz Europa, ne? Wir haben Kunden aus Spanien oder Italien oder Deutschland, der Schweiz, Österreich, das ist ja klasse. Deutschland, Russland, ne? Und das kostet eigentlich, also wenn man internationale Anrufe macht, jeden Tag mit tausende Kunden, das kostet viel. Na klar. Und haben wir Software, also Call-Software, spezialisiert für Callzentrum, damit es kostenlos ist für Sie und für uns. Aber für unsere Kunden, die schon bei uns investiert haben, ne? Ja. Also, geben wir persönliche Nummer von dem Broker oder von der Brokerin. Aha, ne? Ja. Diese Personen, die Sie können jederzeit per WhatsApp kontaktieren oder Telegram oder egal welche. Ach, Sie verwenden noch Telegramme? Software. Ich dachte, das wäre inzwischen schon gar nicht mehr möglich, Telegramme noch zu verschicken. Doch.
Das doch, ist ja also, gut. Genau, also für jede, wissen Sie, jeder Land hat verschiedene Multimedien, die nutzen, also für Beispiel nehme ich die, glaube ich, Serbien war das, in Serbien, die nutzen also dieser Viber oder wie heißt das, ne, und müssen wir alles haben, weil wir haben Zusammenarbeit mit verschiedenen Kunden von ja. anderen Ländern. Und das ist noch kostenlos natürlich und wir sind jederzeit erreichbar für unsere Kunden. Ja. Und das ist am wichtigsten, was sie brauchen. In Realität Montag bis Freitag 9 bis um 18 Uhr wir stehen zur Verfügung und natürlich also Samstag und Sonntag und Samstag arbeiten wir nicht. Ja, ja. Aber Montag bis Freitag wir sind 9 bis um 18 Uhr verfügbar. Das ist ja eine großartige Antwort, aber ich hatte eigentlich gefragt, von wo Sie anrufen. Also, Sie meinen Land? Naja, Stadt, oder sind Sie gar nicht in Deutschland? Nein, bin ich nicht in Deutschland. Aber wo sind Sie denn? Bin ich in der UK, also... In der wo? In Uruguay? UK? England. England, ach so. Was machen Sie denn da drüben? Ich lebe hier. Ach so. Ja, weiß ich ja nicht. Das weiß ich ja nicht. Ja. Ich lebe hier. Also wir alle leben hier. Wir haben verschiedene Büros aber, ne? Aha. In Deutschland haben wir in Bremen. In Bremen? Natürlich in Bremen. Oh, ich wohne in Bremen. Wo ist das denn in Bremen? Da wohne ich ja. Ach so. Gut, also kann ich Ihnen eine, wie heißt das, Adresse zukommen lassen? Ja, sagen Sie mal eben, ich schreibe das auf, das müssen Sie ja wissen. Natürlich, ich kenne das nicht, ich habe das nicht im Kopf, aber so weit ich finde es, muss ich meine Kollegen kontaktieren und dann schicke ich Ihnen gerne, ne, auf Ihre E-Mail-Adresse oder per WhatsApp kann ich das Ihnen schicken. Das natürlich, ist toll. Das ist ein Online-Geschäft, erstmal muss ich das Ihnen sagen. Was bedeutet ein Online-Geschäft? Online-Geschäft bedeutet, dass wir normalerweise mit Kunden tete-a-tete keinen Kontakt haben. Ne? Also alles, was sie haben, zum Beispiel ihr Broker oder Brokerin kommt aus Deutschland oder spricht Deutsch. Ne? Ja. Aber muss nicht sein, dass sie in Deutschland oder in dieser Zentrale in Bremen befindet sich. Vielleicht sie befindet sich in London oder in Österreich oder in der Schweiz. Also Online-Geschäfte bedeutet, dass sie kommen, also die sind lizenzierte Broker, ne? Aber überall in Europa. Überall in Europa, das ist ja super. Genau. Und jetzt hat die junge Frau vorhin gesagt, dass ich im Prinzip die Roboterdose kostenlos bekomme. Da freue ich mich ja auch sehr drauf. Das ist halt die Frage, braucht das Teil, sagen wir, einen normalen Stromanschluss oder muss ich da schon Starkstrom für haben? Nee, für Roboter müssen Sie keinen Strom haben, weil das Robot befindet sich in unserer Zentrale. Also was Sie machen bei uns, ist in Realität die Geld investieren. Und ja. Wenn das Geld ist schon investiert, wenn das Konto schon aktiviert, ja, ne, also ja. Den Robot können wir mal freischalten. Und das heißt, dass Sie können also jederzeit verfolgen, was Robot macht. Ne? Ja. Also die eröffnete Positionen oder die geschlossene Positionen. Aha. Hat er ja, so einen Sender drin? Hat er da so einen Sender, dass natürlich. Ich immer gucken kann, ja, wo der ja, gerade ja, steht? Ja, ja. Weil ich würde ihn natürlich, ja dann primär, würde ich den ja immer zu Edeka schicken, ne? Weil ich kann halt nicht mehr so gut laufen. Wie meinen Sie zu Edeka schicken? Naja, zu... Edeka den Market, meinen Sie? Ja, ja. Okay. Wie groß ist der Roboter denn? Ne, also was für ein Robot meinen Sie? Das ist ein Online-Robot. Ja, also, die Frau hat gesagt, wenn ich 1000 Euro bei Ihnen einbezahle, dann würde ich einen persönlichen Roboter und einen persönlichen Berater kriegen. Und das wäre ja im Prinzip, ja. Sag mal, die Erfüllung aller Lebensträume, die ich so habe. Ne? Ich habe früher Roboter immer aus Eisstielen vom Vanilleeis gebaut. Aber da konnte man dann ja selbst mit den Motoren von Lego Technik, konnte man die dann halt nicht so weit bringen, dass sie dann halt komplexere Aufgaben erledigen. Und sie haben das ja scheinbar hinbekommen. Nee, ich habe Angst, das war ein Missverständnis, ne? Also das ist kein praktischer Robot, das kommt also bei Ihnen zu Hause. Der kommt, ja wann denn? Nee, das ist ein Handelsrobot, ne? Also, ja, ja, deswegen ja. Deswegen ja, hat er denn auch einen entsprechend großen Einkaufskorb? Weil ich muss ja meine, also muss Blase, ja meine Buttermilch haben. Also, nee, in Realität
wenn Sie das Konto bei uns aktivieren, bekommen Sie einen Broker, ne, ein persönlicher Finanzberater sozusagen. Das ist wirklich so. Und können Sie natürlich den Roboter freischalten. Ja, also ja, ja, das wollte ich ja machen. Software. Ja, das ist eine Software, ne, bei uns für Ihre PC. Und was macht denn Robot? Eigentlich, der Robot handelt für sich an die Börse. Ja, ja. Der Robot verdient, genau. Genau, Robot genau. Ich würde dem ja dann meine Börse geben, dass der dann, der hat ja da bestimmten Aufbewahrungskompartment für sowas. Natürlich. Und dann, dann, dass der dann halt, da kann man ja bestimmt auch dann einspeichern mit einer Fernbedienung oder mit Tastatur, was man haben will. Und dann würde ich den ja, sag ich mal, halt handeln lassen für mich, ne? Ja, also soweit es ist in die Börsewelt und der Finanzwelt, natürlich, alles wird möglich. Braucht der Roboter denn dann quasi, weil ich musste ihm dann ja auch meine Bankkarte mitgeben, wenn ich mal kein Bargeld habe, braucht er dann, sag ich mal, so eine Einwilligungserklärung, dass er in meinem Namen halt Handelsverträge abschließen darf? Robot braucht das nicht, aber wir doch. Ja, ja, aber Sie, also Sie von, Market, ja. Ja, ja, von Ihnen kommt ja der Roboter. Wie, ist das, sagen wir so, der ist ja so normal groß, nehme ich an. Ne? Also, dass der halt auch nicht so auffällt, genau. Im Jahr. Muss man den dann, sag ich mal, separat bekleiden oder kommt der komplett ausgerüstet? Nee, das kommt komplett. Das ist gut. Da freue ich mich ja richtig, dass Sie angerufen haben. Keine Sorge. Wie lange dauert das denn, wenn ich das jetzt bezahle, bis ich den Roboter dann benutzen kann? Also, weil heute wir sind schon zu, kann ich ja sagen, ne? Und die Börse ist schon zu. Falls Sie jetzt einzahlen, falls Sie jetzt investieren, morgen kann ich Sie verbinden mit einer von der Broker oder Brokerin von unserer Seite und können Sie mal den Roboter freischalten, ne? Also morgen sage ich früher als 11 Uhr. Um 11 Uhr? Und wann wäre der Roboter oder dann früher, fertig? Ne, 11 Uhr ist schon ja in Ordnung, weil ich muss ja heute Nacht dann soweit, weil der muss ja dann hier auch Öl und Schrauben und all sowas haben, das muss ich ja auch alles vorbereiten noch ein bisschen, ne? Wegen artgerechter Haltung und sowas. Ja, also in Realität müssen Sie gar nichts vorbereiten. Na doch. Also Robot kommt komplett, ja, der kommt komplett zu mir, das habe ich verstanden. Da freue ich mich. Hat der einen Namen, der Roboter? Nein, hat keinen. Also das ist ein Software, ne? Also das hat keinen Namen. Ach so. Okay. Ja, da kann ich mir da selber einen Namen aussuchen, ja? Ja, aber natürlich, ich glaube, das gibt keine Option zu benennen, dieser Roboter. Also, ach so. Normalerweise, das kommt wie eine Accountnummer, ne? Ja, ja. Also, Sie haben eine Kontonummer hier und mit dieser Kontonummer werden Sie also das Robot freischalten und der Robot kennt nur Ihre Kontonummer. Ach so. Und zum Beispiel, wenn er verdient oder er Position eröffnet, natürlich, also, das kommt unter diese, MT5-Nummer, also dieser... Ist das die Modellnummer? MT5? Ist das die Modellnummer? MT5, genau. Programm heißt MT5. Aha. Und Programm nutzen wir, dieser MT5, um also leichter zu handeln, leichter zu traden, natürlich, und leichter die Profite und sozusagen, man kann sagen, Gewinne erschaffen. Ja. Aber das ist überhaupt keine Gewinne, sondern das sind Profite. Also, was wir machen hier, wir profitieren hier, Maulwurf. Und in Realität, also meine Kollegin hat mir ganz kurz erzählt, dass sie persönlich am Interesse mit Gold zu handeln. Ja, das ist ja im Prinzip, wir haben hier ja einen Goldschmied und ich habe die Tage, sag ich mal, auf dem Dachboden noch das alte Goldbesteck von meiner Frau gefunden. Und das wollte ich im Prinzip, dass der das da, sag ich mal, zu Geld macht, ne? Natürlich, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung mit Gold oder mit Handeln bis jetzt? Nee, ich habe ja im Prinzip, weiß nicht, ob Sie das kennen, ich habe so einen kleinen Schmiedeofen, damit kann man so Aluminium, Kupfer und wie heißt das, Gusseisen einschmelzen und dann da so Figuren und Gegenstände draus machen. Ja, das ist schön. Ja, ich habe da, sagen wir mal, aus Kupfer, Bronze, nordischem Gold, Aluminium und was ist da, Titan, nee,
hätte ich fast Titan gesagt, aus Zinn, da habe ich mir so Würfel gemacht, so ein Würfel der Elemente. Und es fehlen jetzt halt nur noch Gold und Silber, aber in der Größe kann man sich das ja halt nicht leisten. Und deswegen dachte ich, der Roboter könnte mir da vielleicht dann auch helfen, das halt zu transportieren. Ja, also muss ich Ihnen erklären, Herr Maulwurf, muss ich Ihnen erklären, dass in diesem Fall bei uns, also was Sie machen mit Gold, ist Handel. Also Sie besitzen kein physisches Gold. Ja, ja, genau. Ich habe nur Aluminium und also Kupfer hier. Geld. Okay, das ist klar schon. Ne? Ja, ist der Roboter denn schnell oder dauert das länger, wenn der dann Auftrag bekommt? Also normalerweise Robot nutzen wir für langfristige Investitionen. Das ist gut, weil ich brauche ja auch dauerhaft, ich habe jetzt ja Pflegestufe 4, das heißt, ich bräuchte den halt auch wirklich dauerhaft, um das halt für mich alles zu machen, ne? Natürlich, also nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, muss ich aber Ihnen sagen, wenn man mit Gold handelt, also Kryptowährungen oder normale Währungen, so wie Euro oder Dollar, sind ein bisschen leichter, aber wenn man mit Gold funktioniert, mit Gold handeln will, dann natürlich also die Investitionen sind größer, ja. Zeit ist natürlich länger und natürlich die Profite sind auch größer. Natürlich. Aber müssen wir erstmal ein Startkapital haben, ne, ein starkes Startkapital, weil Gold kostet. Also Gold, wie Sie schon wissen selber, ist einer von die teuerste wie heißt das Metall, die in der Welt ja, also ich habe ja selbst Mithriel kriegt man ja günstiger, ne? Und Gold ist genau, halt schon ziemlich, das ist halt so eine ganz andere Hausnummer und deswegen ist halt die Frage, der Roboter, wie viele Botengänge schafft er denn so am Tag? Genau, also pro Tag kann ich nicht wissen ganz genau, weil das ist an der Börse tätig, ne, und abhängig von der Börse, wie die Börse läuft, durch diese Tage, ne, also, aber was wir machen hier, können wir mal begrenzen natürlich. Ja, natürlich. Begrenzen die Positionen, begrenzen Zeitbegrenzungen stellen, ne, für die Positionen oder kann ich die positionieren sehr gut, zum Beispiel auf eine Position, sag mal, ne, ich mach Beispiel, ne, sagen wir mal 3000 Euro, das muss nicht die Summe sein, sondern mach ich ein Beispiel, ne, ja. 3000 Euro kann ich für Gold, also drei Positionen aufmachen und von diesen drei Positionen, was machen wir hier, also die werden 75% im Profit sein und ich immer sage, aber immer, dass 25% könnte sein Verlust. Aber das ist normal für die Börse, ne? Also so weit, also... Also Sie meinen, wenn ich dem da, sag ich mal, die Einkaufsliste mitgebe, dass er manche Sachen dann halt nicht mitbringen kann, weil das ausverkauft ist. Das ist ja auch nicht anders, wenn ich selber zum Edeka laufe, ne? Nee, es ist nicht selber. Also es ist total und komplett unterschiedlich. Was passiert an der Börse, ist von der Börse kontrolliert, also man kann das nicht selber kontrollieren, sondern sie investieren Geld und wir bekommen Signale. Diese Signale sind eine Form Sicherheit für uns und wir nutzen diese Signale, um zu handeln, um zu traden, ne? Ja, natürlich. Also deswegen, das ist ja dann schon wichtig, dass er auf die Ampelsignale achtet, weil das Teil kostet ja eine Menge Geld, nicht dass der über den Haufen gefahren wird, ne? Ich meine, das sind ja nur zwei Kreuzungen bis zum Edeka-Parkplatz, aber bis dahin kann dem ja auch was passieren. Konnte er auch so eine Verkehrswarnweste dabei? Also natürlich, alles ist möglich in der finanziellen Welt. Ne? Also das können wir nicht mal jetzt besprechen, was morgen passiert. Ja. Ne? Also jederzeit etwas verändert sich, zum Beispiel China, ich weiß nicht, ob Sie verfolgen, aber China hat diese Kryptowährungen heute verstopft. Bis gestern haben wir mit chinesischer Krypto gearbeitet, ab jetzt können wir mal nicht das machen. Und natürlich haben wir auf unsere Kunden ganz ehrlich gesagt, schauen Sie mal, also wir werden dieses Geld jetzt rücknehmen von dieser Investierung und reinvestieren auf was anderes. Aha. Oder zum Beispiel Bitcoin hat heute groß gestiegen, 6.8%, ne, das oder 6.08%, Entschuldigung. Also das ist eine große Summe, vielleicht das klingelt wie kleine Summe.
Nullnummer, eine Nummer, aber in der finanziellen Welt, das ist eine große Summe. Das bedeutet, im 1000 Euro ist das großartig gestiegen und in Realität, das ist stark gestiegen. Ne? Ja, ja, natürlich. Dass der Treppen steigen kann, ist ja auch wichtig, weil da sind ja, sag ich mal, auch mal Erhöhungen auf dem Weg, ne? Und das muss der Roboter ja dann halt auch bewältigen können, ne? Wie viel Strom braucht der denn so im Monat in Kilowatt? Also, das kann ich nicht Ihnen sagen, weil ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weil die Zentrale mit dem Roboter und solche Sachen befindet sich irgendwie und ich bin nicht zuständig für diese Sachen. Ne? Aha. Also ich weiß nicht, bin ich nur zuständig für die Kunden und wie wir arbeiten. Aber die technischen Sachen von dieser Handlungsprozess, das ganz ehrlich weiß ich nicht und niemand hat mir erzählt. Das ist ja, kann ich denn mit dem Roboter mal sprechen? Kann ich mich mit dem mal unterhalten? Unterhalten können Sie sprechen, ne? Unterhalten doch, wenn Sie zum Beispiel verschiedene Positionen aufmachen oder zumachen, aber passen Sie auf. Ja, klar, man muss ja mit dem kommunizieren. Ich würde ihm dann, der hat ja bestimmt einen Scanner oder sowas, da würde ich dann halt das Zettelchen reinschieben, dass ich da 5 Tomaten, 3 Bananen, 2 Päckchen Milch und sowas brauche, dass der das dann halt organisiert, ne? Also ich erwarte jetzt nicht, dass der Raketen für mich erfindet, ne? Sie haben recht, also er ist nicht programmiert im Realität zu reden mit den Kunden. Oh, schade. Wenn er bekommt zum Beispiel die Summe, die sie haben auf ihr Trading-Account, auf ihr Handelskonto, dann er bekommt also Signale von unserer Seite, gleichzeitig mit dieser Summe was zu machen, was möglich ist an die Börse. Und er wird also die beste Positionen aufmachen, also er wird sie beste positionieren und dann wir erwarten und in Zeit können Sie es verfolgen auf Ihr Handy oder PC oder egal was Sie nutzen, ne? Und werden Sie sehen, was passiert im Hintergrund. Aber was wir machen ist... Ach, der hat eine Kamera mit drin? Ne, hat keine Kamera, ne. Ach so, weil Sie gesagt haben, ich kann das sehen. Nein, Sie brauchen keine Kamera, sondern das ist ein Software, also so wie, weiß ich nicht, benutzen Sie vielleicht Anydesk? Kennen Sie, was Anydesk ist? Nein. Nee, okay, was kann ich das vergleichen mit? Nee, das ist ja auch nicht, also Sie sagten ja, der guckt nach guten Positionen, also gerade wenn ich dem dann sage, der soll das gute Bauernbrot mitbringen, weil die Supermärkte, die machen das ja immer so, dass vorne die alten Sachen stehen und hinten die neuen und ich würde mich halt schon freuen, wenn das dann ein paar Tage länger frisch ist, dass der dann halt auch die besten Positionen von hinten rausnimmt, aber das macht er ja bestimmt automatisch schon, ne? Das muss man dem nicht mehr sagen. Ja, eigentlich, das ist ein Handelsrobot, ne? Das arbeitet für sich und sie handeln und sie erwarten und erschaffen Profite. Das ist im Prinzip, was passiert, ne? Also wir sind eine Firma für Handel und Trading, ne, an der Börse, ne, mit Aktien, mit Rohstoffen, mit Kryptowährungen, mit normalen nationalen Währungen, egal was Sie interessiert sich über. Ja, ich interessiere mich ja im Prinzip hauptsächlich für den, dass er halt die Alltagsarbeiten mir so ein bisschen abnimmt. Ist er wasserdicht, der Roboter? Genau. Entschuldigung? Ich habe gefragt, ob der Roboter wasserdicht ist. Nein, aber... Ich glaube, dass wir... Moment bitte, ich habe ein Problem hier. Er ist nicht wasserdicht. Das ist schlecht. Weil das ein Software ist. Also das befindet sich in einem Computer, ne? Also es ist nicht physisch bei uns, sondern das ist ein Software, ein Programm. Ja. So wie eine Applikation auf Ihrem Handy, ne? Ja, der kommt ja dann zu mir nach Hause, ne? Überhaupt nee. Wir haben keinen persönlichen Kontakt mit dem Robot. Was Sie haben, ist Kontakt mit dem Robot durch Ihren PC. Also das ist nicht ein physischer Robot, das kommt also auf die Straße und dann es fährt. Nein, also das ist wie auf jetzt? Dem Computer installiert. Aber die Frau und Sie haben noch gesagt, ich krieg einen Roboter, der für mich dann zu Edeka laufen kann. Der für mich einkaufen geht. Da haben Sie mich ja angelogen.
Ich wollte ja einen Roboter kaufen. Und die Roboterdose sollte ja auch kostenlos sein. Nee. Also, falls Sie wollen handeln, also an die Börse, in finanzieller Welt mit Geld und Gold arbeiten, das ist ein Robot für Sie. Falls Sie brauchen einen physischen Robot, mit Sie zu leben oder... Ja, der soll bei mir leben und für mich einkaufen und so, ne? Nee, das ist ein Missverständnis. Das ist kein Robot zum Einkaufen gehen, sondern das ist ein Robot zum Handeln. Na, also an die Finanzierung. Ja, der soll für mich, Handeln. Der soll zu Edeka gehen, zum Händler und soll da für mich einkaufen. Nee. Ich brauch das aber. Ich muss so meine Buttermilch und mein Walnussbrot haben. Ihr Gangstalker. Mir wirklich leid, das ist Missverständnis, ne? Jetzt haben Sie mich aber voll verarscht, das finde ich nicht freundlich. Ich habe jetzt gerade schon Hoffnung gehabt, dass mein Leben wieder besser wird. Wir haben Unterstützung, wenn ich habe gesagt, das ist ein Handelsrobot, also finanzielle Welt, Handeln, Trading, das bedeutet, das ist kein, also ich habe mehrmals gesagt, das ist kein physischer Robot, das besitzen Sie nicht in Realität physisch, sondern das ist ein fiktives Programm, das arbeitet für Sie, aber kann nicht einkaufen gehen. Kann ich denn dann, also wenn Sie da dieses Programm haben, kann ich denn bei Ihnen auch einen richtigen Roboter kaufen? Nein, leider nicht. Verkaufen wir keine Roboter und solche Sachen. Warum nicht? Wir sind eine Handelsplattform, weil wir arbeiten mit, die Börse. Ja, der soll ja im Prinzip dann mit der Geldbörse losziehen. Und dann halt für mich die Sachen dann beschaffen, ne? Weil ich kann das ja nicht mehr alleine leisten. Vielleicht, was Sie brauchen, ist eine Frau oder Mann kann das sein, also Helfer oder Helferin für Sie, ne? Also, aber im Corona-Krise kann ich sagen, dass ein bisschen, ich würde skeptisch, wenn jemand, das ich nicht persönlich kenne, kommt bei mir zu Hause und hilft mir, weil wir wissen nicht, Herrn Maulwurf, wo und wer, also wo wer geht, ne? Also ja. In Realität, wir kennen nicht deswegen. Genau, das ist ein bisschen komisch und praktisch für mich ist ein bisschen skeptisch. Ist der Roboter denn männlich oder weiblich? Oder ist er, sagen wir mal, nicht zugeordnet? Können Sie selber auswählen. Ja, also ich hätte dann schon gerne einen weiblichen Roboterpartner, ne? Vielleicht kann der dann auch zwischendurch für mich mal das Wurstfach öffnen. ja, das geht nicht, ne. Warum nicht? Also das ist eine Software, das arbeitet nicht für Sie persönlich. Sondern das arbeitet für die Firma, ne? Und Firma ist an die Börse tätig. Ja, nein, ich wollte ihn ja zum Einkaufen haben. Nee, tut mir wirklich leid. Okay, dann Herr Maulwurf, danke schön auf jeden Fall für Ihre Zeit, Ihr Interesse. Ja. Falls Sie sich interessieren, um das Börse zu investieren, dann natürlich, wir sind jederzeit verfügbar für Sie. Wie ich gesagt habe, Montag bis Freitag, weiß nicht. Es war sehr gut, Sie kennenzulernen und natürlich also wünsche ich Ihnen alles Gute. Darf ich denn noch mal mit der jungen Frau sprechen? Der möchte ich noch einen schönen Abend wünschen. Natürlich. Ja, danke schön. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist Maulwurf. Ich begrüße Sie. Oh, ich bedanke mich. Das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Ich begrüße Ihnen auch und wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja, wann kommt denn jetzt der Roboter zu mir nach Hause? Haben Sie nicht das schon erklärt? Ja, ich habe ihm das alles erklärt, was der können soll. Aber ich glaube, der Kollege hat mich nicht richtig verstanden. Okay, sagen Sie mir, was... Sie haben ja gesagt, die Roboterdose ist kostenlos und ich wollte fragen, wann die nach Hause kommt, weil der soll ja für mich einkaufen gehen. Nee, haben wir missverstanden. Also es geht um einen Roboter, also haben Sie gesagt? Es geht um einen Roboter,
Also, der macht die Positionen für Sie. Das ist ein Software. Aber was ist passiert? Also, hinter dem Roboter oder hinter dem Software steht eine Person. Ja, ja, genau, genau. Der ist ja dann im Prinzip mein persönlicher Betreuer. Ja, richtig. Ja, genau. Also, das ist nur für Sie. Also, vielleicht, also es gibt unterschiedliche Leute, also zum Beispiel. Ja, ja. Es gibt Leute, die mehr sprechen wollen. Und natürlich, also für die ist die beste Wahl, mit einem Account Manager zusammenzuarbeiten. Aber es gibt auch Leute, die sehr klug sind, natürlich, aber sie wollen nicht so viel sprechen, nicht so viel reden, unterhalten. Und deshalb ist es besser, diese Leute mit einem Roboter zusammenzuarbeiten. Ja, ja, genau. Hinter dem Roboter steht eine Person. Ich wollte den Roboter ja auch nicht heiraten. Der soll ja primär für mich das Walnussbrot und die Buttermilch besorgen. Weil meine Maske zwickt wieder ganz schön dieser Tage. Und bevor die nächste Depotspritze kommt, muss ich halt immer irgendwie erstmal ein bisschen Energie tanken, ne? Ja, also, nee, ehrlich zu sein, ich glaube, das wird in der Zukunft passiert. Aber ja? Ja, hier geht um einen unterschiedlichen Roboter. Was Sie jetzt machen sollen, also Sie können, es gibt viele Online-Geschäfte, also Sie können online bestellen. Ein Roboter? Online einkaufen. Also, Sie werden... Ja, ja, ich wollte ja bei Ihnen Gold kaufen, ne? Ja, Sie können das machen. Ja, wann denn? Ja, wenn Sie jetzt wollen, wir könnten jetzt das Konto aktivieren. Ja, klar. Aber ja, sagen Sie mir, welche Einzahlungsmethode passt für Sie am besten? Na, ich würde eine Brieftaube schicken. Ich habe da ja diverse verfügbar, ne? Sie sind sehr, sehr lustig. Ich muss ehrlich sein, also am Anfang war ich ein bisschen gestresst, aber jetzt, also, als wir ein bisschen mehr gesprochen haben, Ja, natürlich. Das Doofe für Sie ist jetzt halt, dass es gar kein Humor ist, ne? Ja, ich bin ein bisschen, ich verstehe alles so persönlich, aber natürlich, das hängt von der Person, mit dem ich spreche. Ja, ja, das Doofe ist jetzt halt, dass ich Sie dann irgendwann im Laufe des Gesprächs ja wieder auf den Boden der Realität zurückholen soll. Sollen wir das gleich machen oder soll ich erst noch ein bisschen erzählen über den Roboter? Nee, also über den Roboter habe ich Ihnen schon verstanden und ja. Ich glaube, dass Sie haben mich auch verstanden. Ja, ja, dann muss ich... Nur eine Frage. Ja. Ja, sagen Sie mir, Herr Malsow, wie alt sind Sie? Was sind Sie von Beruf? Ich bin 73 und in Pension, ne? Mhm, okay, im Rente, super, also Sie haben mehr Freizeit jetzt. Ja, ja, die habe ich. Und deswegen wollte ich halt den Roboter da haben, ne? Ja, ich glaube, dass, Sie können das bestellen von Amazon oder so. Ich wollte Ihren Roboter haben. Ja, das leider funktioniert nicht so. Okay, aber lassen wir den Roboter jetzt raus. Also, ja. Ich glaube, ich empfehle Ihnen, dass es besser, dass Sie zusammen mit einem Account Manager arbeiten. Ja, sollen wir langsam mal auflösen, ne? Weil sonst bringt das ja nichts. Sie verstehen das ja auch. Irgendwie nicht so ganz, wie ich das rüberbringen will. Das heißt, ich muss Sie jetzt leider enttäuschen. Sie sind jetzt, haben jetzt quasi eine Stunde Zeit mit mir halt auch vergeudet, nicht wahr? Ja, natürlich, aber das ist meine Arbeit. Also deshalb habe ich Ihnen schon am Anfang gefragt, haben Sie Interesse oder haben Sie nicht? Ja, ja. Also, mir, ehrlich zu sein, also, werde ich Ihnen fragen. Haben Sie Interesse an Online-Handeln? Wollen Sie das Konto aktivieren? Ich bin zuständig mit der Aktivierung des Kontos. Das habe ich verstanden. Und meine Antwort ist nein. Ich habe Sie jetzt, Sie und Ihren, das war ja der Chef, mit dem ich da gesprochen habe, ne? Nein, mein Kollege. Ach so, ein Kollege? Ja, ich habe euch beide eigentlich jetzt eine Stunde lang verarscht, aber ihr habt das beide nicht gemerkt, ne? Seid schon ein bisschen... Nee, habe ich bemerkt. Ja, ihr seid beide ein bisschen blöde da drüben. Das ist ja ganz logisch, ne?
Da kommt ein Roboter und geht für mich zum Edeka. Wir habt das beide nicht geschnallt, ne? Ihr habt nur die Dollarzeichen in den Augen. Und luftleeren Raum im Schädel, ne? Es wird schwierig, dein passendes Titelbild fürs Video zu finden. Sehr, sehr lustig. Ich kann nichts dafür machen. Ja doch, Sie können sich mal eine anständige Arbeit suchen. Das meinen Sie? Ja, weil das ist ja Betrug, was Sie da machen. Ihre Meinung? Doch, ist es nicht. Natürlich, das ist ja hochkriminell. Warum glauben Sie das? Ja, geben Sie mal Ihren Firmennamen bei Google ein und die ganze Masse da mit diesen Autotrading-Dingern, das ist ja die reinste Geldschneiderei im Prinzip, ne? Nee, also es gibt viele Kunden natürlich und... Das ist schade, dass da so viele drauf reinfallen. Es gibt, wie schon gesagt, viele Kunden und viele unterschiedliche Situationen. Trotzdem, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja, suchen Sie sich bitte eine anständige Arbeit, ne? Okay. Brack! Können Sie auch einmal Hühnergeräusche noch machen zum Ende? Brack! Schönen Abend! Brack! Hammergeil.